Puh, ganz schön knifflige Entscheidung, die wir hier zu treffen haben, von der viel abhängt, dass wir die richtige Entscheidung treffen. In der Mitte eine Piratenflotte auf dem Weg Richtung Norden nach Alpha Centauri. Wer weiß, was die da für Missetaten begehen wollen. Tief in unserem Hoheitsgebiet sind sie mittlerweile. Und in Alpha Centauri sind jede Menge schutzlose, fast schutzlose Bergbaustationen. Obwohl, die haben auch einen gewissen Militärwert. 104, die Zahl hier signalisiert, wie stark die sind. Das ist allerdings nur eine grobe Schätzung dafür, was es im Kampf bedeutet. Denn das hängt zusammen rechnerisch mit den Baukosten der Schiffe. Und wenn wir eine Flotte gegen die schicken, die einen ähnlichen Militärwert, einen ähnlichen Baukostenwert haben, dann kann es trotzdem eine Seite eventuell haushoch überlegen sein, weil im Kampf dann plötzlich die einen Waffentypen vielleicht gegen die Verteidigungstechnologie der Gegenseite hilflos ist. Oder umgekehrt. Und dann plötzlich der Kampf sehr ungleich verlaufen könnte. Ein Blick rein nach Alpha Centauri, ein Blick darauf, was auf dem Spiel steht. Hier seht ihr 38 Militärwert dieser Station hier. Das nervt mich total. Hört ihr das im Hintergrund? Das ist noch ein Bug. Das ist der Berater. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, und ich hatte gerade eine kleine Pause gemacht, jedes Mal muss ich danach, und das vergesse ich immer wieder, reingehen in die Soundeinstellung und muss den Berater manuell ausstellen. Das Programm merkt sich das nicht. Immer wieder wird er raufgestellt, die anderen Werte nicht. Warum? Keine Ahnung. Zurück zum Spiel. Hier 38 Militärpunkte bei unserer Forschungsstation. Die war teuer herzustellen, hat lange gedauert. Auch hier gilt Ähnliches für unsere Bergbaustation. Die möchte ich eigentlich nicht verlieren. Und eine dritte Station auch noch hier bei unserer Sonne. Bei Alpha Centauri, beim Stern selber, eine weitere Bergbaustation. Mein Gott, die sollen nicht draufgehen. Aber unsere Flotte soll auch nicht draufgehen. Und die ist noch viel, viel zu schwach. Das sind gerade mal hier 5 Schiffe. Die können wir gleich zusammenfassen. Und die einen von uns, hier seht ihr die, die werden gerade aufgerüstet, abgegradet. Das breche ich ab. Ich habe nämlich kaum Mineralien. Ich würde gerne, also ich komme mit 4 Schiffen nicht durch. Ich hatte das Ende der letzten Folge schon begründet. Das Upgrade ist zwar schön, aber das ist nur in Teilen ein Upgrade, was für den Kampf relevant wäre. Nämlich der Ausweichenwert im Kampf wird gestärkt. Aber ansonsten fliegen die nur schneller. Und das ist im Grunde genommen im Augenblick ziemlich egal, wie schnell die zwischen den Systemen beispielsweise oder innerhalb des Systems fliegen. Das wird nicht entscheidend sein für die Schlacht. Was aber entscheidend sein könnte, ist, ob wir ein weiteres Schiff in die Schlacht führen können. Und wir können es im Augenblick nicht bauen, weil unser Raumhafen ausgelastet ist mit der Verbesserung von Bulls Beißer und weil wir auch gar nicht genug Mineralien haben, um das durchzuführen. Bei den Verbesserungen, ich klicke die mal weg, da wird das ja laufend sich geholt, das Mineralienvorkommen aus dem Ressourcenschatz, und beim Bauen einmalig. Die nächste Korvette würde 73 Mineralien dauern. Wir sind jetzt gerade hier Mitte Mai, Anfang Juni sollten wir genug haben. Solange warte ich noch ab, der Bau da 2 Monate. Aber ich möchte mich nicht mit den wenigen Schiffen hier da reinstürzen in die Schlacht und die dann fast alle verlieren. Ich fasse die erstmal zusammen zu einer großen Flotte. Nimm die Spielgeschichte, die Pause raus. Prompt wird schon wieder hier der Name geändert. Unglaublich. Das ist immer die ganz oben steht. Der Name bleibt. Und nein, das sind natürlich ganz anders. Das sind die. Das sind die Erdenwächter hier. Das ist die Flotte der Erdenwächter mit unserem einzigen Flottenadmiral, über den wir verfügen. Und wo ist die Feindflotte? Schon wieder weg? Schon wieder futsch? Wo ist sie denn hin? Eben war sie hier noch da. Wo ist sie hingeflogen? Raus aus unserer Reichweite schon wieder? Weggesprungen? Für uns unsichtbar? Wir können auf jeden Fall jetzt mittlerweile, wir haben jetzt Anfang Juni, im Raumhafen eine weitere Korvette noch nicht bauen, weil uns ein einziges Mineralienvorkommen fehlt. Kein Kommentar. Feindflotten in der Nähe. Da sind sie. Nee, das sind wiederum andere. Das sind die, denen wir hier ausweichen mit unserem Forschungsschiff. Da sind sie.
Jetzt haben wir sie doch entdeckt. Am Rand von Alpha Centauri. Und wo fliegen sie hin? Einflug in den Orbit von Alpha Centauri 2a. Mist. Ach, das ist hier. Ja. Die greifen unsere Forschungsstation an. Ja, da hilft nur eins. Wir können nicht länger warten. Wir fliegen da auch hin. Wir haben ja immer noch einen Verbündeten auf der Seite, das ist hier unsere Station. Mann, 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 Mann. Unsere Flotte? Ah, die braucht zu lange. Die braucht zu lange. Werden wir jetzt angegriffen? Tatsächlich. Immerhin können wir jetzt wieder ein neues Schiff konstruieren. Wir haben wieder einen Monat weiter. Hoffentlich kommt bald die Verstärkung. Zurückziehen können wir uns nicht. Kommt die Flotte. Und die sollen jetzt hier angreifen. Unser Kampfwert 118, deren Kampfwert 104 und die Station noch. Das wird ein ganz knapper Kampf. Schauen wir uns mal an, was die hier für Angriffsmöglichkeiten haben. Die Piratenflotte schießen auch mit Lasern, genau wie wir. Und, genau, ach, das ist der Schaden, den die schon zugefügt haben, genau. Mhm. Mann, Mann, Mann. Schiffe übrig, vier auf unserer Seite. Die Station schießt mit, es könnte gut gehen. Bau abgeschlossen. Unsere Flotte. Schicken wir rüber nach Alpha Centauri. Die soll gefälligst in den Kampf eingreifen. Zwei Schiffe sind schon vernichtet, die Piraten. Wir haben Glück. Das Spiel entscheidende könnte wirklich diese kleine, popelige Forschungsstation sein, weil die über schwaches Abwehrfeuer verfügt. Ja, das ist sehr spannend. Das Archäologieprojekt ist sicher auch eine wichtige Angelegenheit, aber oh, es ist sogar tatsächlich wichtig. Nach der Untersuchung der Wracks der beiden Cybrex-Kriegsformen über Sargas III, das ist unsere Quest, hatte Wissenschaftsoffizier Alicia Fernandez geschlossen, dass sie sich höchstwahrscheinlich gegenseitig vernichtet haben. Diese Theorie erklärt, warum nur Cybrex-Trümmer zu finden sind und passt zu den Schadensmustern auf den Wracks. Warum die beiden Cybrex-Schiffe gegeneinander kämpften, bleibt unklar. Nachdem sie bewegungsunfähig geschossen waren, lösten beide Kriegsformen einen Selbstzerstörungsmechanismus aus, der ihre neuralen Prozessoren zum Durchbrennen brachte. Das bringt uns... Oh, wir haben ein Artefakt geborgen. Physikforschung erlangt 60 Punkte dazu. Und was machen wir mit den Artefakten? Die werden sicher irgendwo gesammelt. Und... vielleicht, wenn wir genug haben, passiert damit irgendwas. Wer weiß. Ich gehe mal zu unserem Forschungsschiff rüber. Zu Alicia Fernandez. Der geht's ganz gut, okay. Und dann kann die Gute ja hier hinfliegen und kann das nächste, die nächste Forschungsmission durchführen und die nächste Anomalie erforschen.
Okay. Sollen wir noch eine weitere Korvette bauen? Ich denke ja. Aha. Sieg. Sieg ist unser. Sehr schön. Die haben ordentlich hier Schaden einstecken müssen. Flottenkampfstatistik. Immerhin, wir haben es gepackt. Wir haben nur ein Schiff verloren. Das ist ja echt super. Echt gut gelaufen. Echt gut gelaufen. Was ist mit unserer Bergbaustation? Heilt die von alleine aus eigentlich? 61 Jahre, sie repariert automatisch. Das heißt, da werden wir ständig hier Mineralien verlieren. Okay. Dann nehmen wir uns unsere Flotte jetzt hier. Die Erdenwächter. Und schicken die zurück. Ah ne, wir können das auch einfach. Hier gibt es, glaube ich, einen Reparatur-Button. Da muss man nur drauf klicken. Hier, Erdenwächter. Dann fliegen die automatisch zurück zum nächstgelegenen Raumhafen. Das machen die auch ganz von alleine. Und die erste Flotte, wo ist die? Hier am Rand, döst vor sich hin, weil der Angriffsbefehl erloschen ist. Das heißt, die schicken wir einfach hier in den Orbit zurück. Alles klar. Und dann haben wir noch ein zeitkritisches Projekt. Das ist Trümmer untersuchen. Das sind die bei Alpha Centauri. Die Schlachttrümmer der Feindschiffe, das sind die hier so orange aufleuchten. Und wenn wir ein Forschungsschiff zur Verfügung haben, das ist bald weg. Hier, das behalten wir. Also mit einem der beiden fliegen wir dann gleich hier hin. Wir haben noch eine Weile Zeit. Und werden das dann uns darum kümmern. Alles klar. Das lief doch erfreulich gut. Ich hatte echt gedacht, dass hätten wir größere Verluste. Das ging echt. Puh. Einmal durchschnaufen. Wir haben den Außenposten fertig. Oh, schaut euch das mal an. Wunderbar. Großer blauer Klecks, da sind wir. Zwei blaue Kleckse, das unten hier, das ist die neue Kolonie, die wir anlegen auf Nemosi. Der Planet Thea. Oh, er ist fertig. Das ist ja auch schön. Zwei Dinge auf einmal, um die wir uns kümmern müssen. Also, hier in Thea ist jetzt mittlerweile auf der Oberfläche. Genau. Ein Bürger steht uns zur Verfügung. Der hat hier die umgebaute Schiffsunterkunft. Der zweite Bürger entsteht hier. 4 von 30 Nahrungspunkten. Wird eine Weile dauern. Da denken wir dran, dass wir hier dem gleich irgendwann hier eine Farm hinsetzen. Das hat aber noch Zeit. Wir haben hier keinen Gouverneur. Haben auch nicht viele Gouverneure zur Auswahl. Nämlich einen. Und er ist im Augenblick halt beschäftigt, dass er die Erde regiert. Baukosten. Das ist für die Blocker gut. Den brauchen wir auf der Erde. Es ist vollkommen egal, wo der ist. Einen neuen rekrutieren. Einflusspunkte hätten wir. Einen zweiten rekrutieren, dahin schicken. Warum nicht? Und welche stehen uns zur Verfügung? Er wäre besonders preiswert. Wladislav Ryschenkov. Das ist ein Eifrig-Bonus, dass er einfach billig ist. Dann hätten wir hier noch, oh, das ist gut, ländliche Erziehung. Gouverneurin Huan Kuang bringt Nahrungsproduktion und billigere Hydrokulturfarmen. Die wäre perfekt geeignet für den neuen Planeten. Und Martin Peckham bringt Forschungshilfen. Brauchen wir nicht unbedingt, denn die Forschung holen wir uns weitestgehend woanders her. Rekrutieren 45 Einflusspunkte haben wir. Brauchen wir kurzfristig, glaube ich, nicht weitere Einflusspunkte. Holen wir uns. Und schnappen uns Thea.
Und war es ein Thea? Huan Quang Zu. Sehr schön. Als neue Gouverneurin. Klasse, prima. Das behalten wir im Hinterkopf. Raumhafen müssten wir noch bauen. Und kostet 360 Mineralien. Brauchen wir nicht unbedingt zwingend im Augenblick. Wäre auch eine Verteidigungsmöglichkeit. Das heißt, unser Planet würde dadurch auch beschützt werden, ein Stück. Aber das ist natürlich verdammt viel Holz oder verdammt viel Mineralien, 360. Das wird in Kürze noch nicht möglich sein. Alles klar. Aktive Erlasse brauchen wir keine. Raus. Andere Sachen, die wir uns kümmern sollten, ist der Bau des Außenpostens. Sehr schön. Unser allererster Außenposten, den wir haben. Und er schwebt über der roten Kugel, der roten kochenden Kugel des Sternes Trabano. So sieht er aus. Das ist das Konstruktionsschiff. So sieht er aus. Oder ist er das hier? Das sollte er sein. Das ist der Außenposten. Das kleine Teil hier. Ach, wie süß. Das Konstruktionsschiff ist größer als der Außenposten. Sachen gibt's. ...69 Militärwertpunkte. Immerhin etwas. Wohin fliegen wir als nächstes mit unserem Konstruktionsschiff? Mineralien. Ich brauche Mineralien und die holen wir uns hier an Ort und Stelle. Ganz genau. Die holen wir uns... Oder hier in Trabano 1 nochmal 6 Sozialforschungspunkte. Mann. Ich gehe aber erstmal hier hin. Bergbaustation braucht 90. Das fliegen wir erstmal nur in den Orbit rein und wieder raus. Auf geht es. Wir könnten den Bau abbrechen der einen Korvette. Machen wir aber erstmal noch nicht. Und ihr seht mal wieder, was ich schon von Beginn an gepredigt habe. Zumindest zu Beginn ist die relevante Ressource hier, die uns limitiert in unserem Wachstum. Das sind die Mineralien, das ist nicht Credits. Credits kann immer knapp über Null sein, das ist nicht schlimm, kann auch mal... Das ist es, ne? Aber die Mineralien, die sind relevant, wie viel wir bauen können. Nur wenn wir bauen, wenn wir investieren, dann können wir auch bei allen, können wir unsere Ressourcen wirklich nennenswert steigern. Flottenbefehl erfüllt. Das wussten wir schon. Sind die Trümmer, die haben wir beide noch nicht abgeholt, beide in Alpha Centauri. Das müssen wir echt im Hinterkopf behalten. Und bei den Cybrecs, da sind wir. Da müssen wir auch noch einiges erledigen. Das Konstruktionsschiff, das wartet. Auf die Erde nochmal. In Kürze ist die Korvette fertig. Und unsere Schiffe. Die Erdenwächter. Und die erste Flotte. Genau. Die führen wir nachher zusammen noch. Ein Blick rüber zum Konstruktionsschiff. Oh, was ist da passiert? Oh. Die UN Skalski berichtet, unser Forschungsschiff, dass sie entgegen ihrer Zusicherung nicht in der Lage war, irgendetwas zu finden. Bei dieser Wissenschaftsoffizier Alicia Fernandez ist bestürzt und entschuldigt sich für den Fehler. Ein Kotau, immerhin. Wir können sie beruhigen? Oder wir können sie ermahnen? Also ich bin ja eher so ein freundlicher Typ. Keine Sorge deswegen. Welche Spielauswirkungen sowas hat? Keine Ahnung. Ein Blick zu Alicia Fernandez. Tja, konnte hier bei den Anomalien nichts reißen. Jetzt könnten wir sie hier hinschicken. Zudem liegt er direkt um die Ecke.
nach Sargas Illa. Das ist, glaube ich, wieder diese Cybrex-Geschichten hier. Kurheimatwelt? Nein. Oder doch? Ist das da oben? Ja, ne? Das müsste das doch eigentlich sein. Ja, Sargas, da steht's auch. Im Orbit über Sargas 3 sind diese Cybrex-Kriegsformen gefunden. Dann schnappen wir uns sie und fliegen mit ihr hierhin. Was mich nur wundert ist, dass ich hier, wenn ich einen Rechtsklick mache, nur hier in Bewegen klicken kann. Jetzt aber erforschen. Ach so, das geht. Erforschen kann man es dann, wenn sie vor Ort im Orbit ist. Alles klar. Jetzt habe ich kapiert. Ein bisschen umständlich. Technologie erforscht. Das ist schön. Die galaktischen Ambitionen. Grenzreichweite ausgedehnt auf 20%. Und Erkundungsdaten freigeschaltet. Da hatte ich ja gehofft, dass wir jetzt bei anderen Reichen deren Daten bekommen, wenn die ihre Planeten erkundet haben, was da für Ressourcen vorkommen sind und so. Mal gucken, ob das geklappt hat. Und reduziert die Kriegsforderungskosten, Planet abtreten und die Grenzaußenposten abtreten. Das heißt, wenn man einen Krieg durchführt und am Beginn eines Krieges, das werdet ihr sicher noch miterleben mit mir, muss man Forderungen stellen, Kriegsziele definieren und man kann nur eine gewisse Kriegsziele in der Gesamtsumme nur in einem gewissen Wert verlangen. Man kann also nicht sagen, übereigne mir bitte alle deine Planeten, alle deine Kinder und Kindeskinder und deine Seele außerdem noch, lieber Anführer, sondern man darf nur realistische Forderungen stellen. Und diese beiden, Planet abtreten und Grenze Außenposten abtreten, die wiege dann nicht so schwer, sodass man potenziell mehr fordern kann. Das schauen wir uns nachher an. Wir gucken erstmal auf neue Forschung. Flottenkapazität plus 10%. Klingt schon mal ganz gut, denn das betrifft hier oben, dass wir mehr Schiffe, mehr Flotten, mehr Schiffe unterstützen können, sodass wir eine größere Flotte insgesamt haben. Aber ist auch nicht zwingend. Ermöglicht Beseitigung von dichtem Dschungel. Hatten wir, ich glaube nicht, dass auf einem unserer Planeten dichter Dschungel war. Das waren nur immer andere Dinge. Seetang zum Beispiel oder Slums brauchen wir auch nicht. Also aktuell nicht. Dann haben wir noch die planetare Verteidigung. Monatlicher Einfluss steigt um 1,0. Das wäre doch cool. Ist das heißt das doch, ne? Mehr Einfluss. Ach, nicht Verteidigung, planetare Vereinigung ist das klein geschrieben. Und das bringt dann plus 1 Einflusskosten. Mache ich sofort. Neuer Erlass würde uns zur Verfügung stehen. Auf den Planeten würde aber jede Menge Einfluss kosten, wie immer, erhöht die Zufriedenheit, aber das ist total cool. Monatlicher Einfluss steigt, nehmen wir sofort, dauert nur 8 Monate, weil wir so viele Forschungspunkte hier haben. Echt klasse. Sehr schön. Bau abgeschlossen auf der Erde. Genau, da haben wir ein weiteres Schiff, das uns zur Verfügung steht. Wir blicken mal auf die Erdenwächter. Sind die schon repariert? Nein, die sind im Anflug. Dann werden wir erstmal hier die beiden schon mal, die sind schon vereinigt. Das haben die automatisch gemacht, okay. Und dann noch ein Blick, das Forschungsschiff fliegt auch dahin, wo es hin soll. Puh, meine Güte, muss man da viel im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Alles ist eingestellt, alles wird gemacht. Wir wollten noch einen Blick auf die Galaxiekarte werfen, ob wir wirklich jetzt von anderen reichen Planetendaten bekommen haben. Und ja, tatsächlich, schaut mal hier. Das Grüne Reich, wir mussten es selber nicht erforschen, uns wird jetzt angezeigt bei Roshan oder auch bei Hixam, die haben die schon erforscht, was da an Ressourcen vor Ort sind. Ein Klick rein und es wird uns sogar angezeigt bei den Planeten und der Sonne selbst. Das ist ja echt cool. Das ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Und genau diese Informationen stehen jetzt zur Verfügung, auch bei all den anderen Systemen, auch hier oben, auch hier oben. Da sieht man vor allem, wie weit die selber schon erforscht haben und man sieht, die haben auch noch nicht alles erforscht innerhalb ihrer Systeme. Sehr spannend. Da sieht man vor allem, bevor man einen Krieg eventuell anzettelt, was man verlangen sollte als Kriegsbeute, weil man dann weiß, was besonders wertvoll ist. Echt cool. Gefällt mir gut.
Viel passiert in dieser Folge, deshalb habe ich auch ein bisschen überzogen. Hey, eine Sache noch zum Schluss, wenn ich darf. Oder zwei Sachen. Das eine, wann die nächste Folge kommt, aber das andere, ich hoffe, ich falle euch nicht damit auf den Wecker, aber es ist, ich denke, ich treffe auf euer Verständnis, wenn ich nochmal darauf hinweise, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn ihr mögt, mir ein kleines Dankeschön dafür zu bezeugen, dass ich euch so viele Videos hier bringe in den letzten Tagen und so viel Zeit und so viel Liebe in dieses Projekt reinstecke. Falls ihr das Spiel ohnehin kaufen wollt, Stellaris, ich habe Shop-Links nach Amazon und nach Games Planet, die findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos. Da gibt es einen Thread in meinem Community-Forum, darauf verlinke ich. Da findet ihr alle Infos zu den verschiedenen Verkaufsversionen, was es gibt. Und wenn ihr das Spiel ohnehin kauft und ihr kauft es über einen dieser Shop-Links bei einem meiner Shop-Partner, dann würde ich da eine kleine Provision bekommen, ohne dass es euch auch nur einen Cent mehr kosten würde. Und beides sind Shop-Partner, die ich auch empfehlen kann. Wenn man die Box-Version mag, ist Amazon sicher keine schlechte Wahl. Und wenn man einen Key haben möchte, einen digitalen Key, dann kriegt man den über Games Planet sehr preiswert mit 20% Rabatt. Und seriös, der ist also nirgendwo vom Laster gefallen. Der ist nicht gemobst worden und der wird einem dann auch wirklich zur Verfügung gestellt. Ja, wann geht es weiter mit diesem Let's Play? Wir haben jetzt gerade Samstagnachmittag, wo ich das aufnehme. Ich weiß es noch nicht genau. Ich mache jetzt, ich werde es, sobald ich es weiß, entweder posten als Kommentar unter dieses Video hier nach Veröffentlichung oder ich werde es einfach hier einblenden in den Texthinweis in diesem Video, damit ihr Bescheid wisst. Es ist auf jeden Fall heute noch, definitiv heute, 7. Mai, geht es weiter mit Stellaris. Bis bald, macht's gut, tschüss.